Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Das wird ein ganz besonderes Video, denn neben mir sitzt der mysteriöse Thomas. Und ich habe eine Wette verloren und deswegen muss ich jetzt Proteinshakes trinken. Und da werden, wenn der Thomas schon so lacht, auf jeden Fall ein paar eklige bei sein. Also ein Ekel-Proteinshake-Test. Nein, kein Ekel. Thomas ist losgezogen und hat sie gekauft. Ich weiß nicht, was es für welche sind. Bleib auf jeden Fall bis zum Ende dran, weil ich am Ende noch einen Proteinshake verlose. Und was sind eigentlich die Spielregeln? Also, es muss auf jeden Fall pur getrunken werden. Es dürfen keine Geschmacksverbesserer rein, ne? Also keine Banane oder sonst irgendwas. Mit Wasser muss ich das trinken. Mhm. Vorgegebene Menge an Wasser. Genau, die hinten drauf steht. Fast über 250 Milliliter Wasser. Genau, und einfach nur dieses Proteinpulver. Mehr darf dann einfach nicht zu. Und Augen zu, ne? Die sind schon vorbereitet und ich gebe die an. Ja, oh Gott. Das kann ja nur was werden. Also, ich hasse Proteinshakes und ich bin total gespannt. Also, muss ich sie austrinken? Also, du musst sie austrinken. Echt? Du musst sie austrinken. Oh Gott. Okay, los geht's. Augen zu. Okay, ich habe die Augen zu. Es geht los. Du musst sie auch noch umrühren, ne? Ja. Jetzt mal in die Kamera. Vielleicht kann man das sehen. Und ihr seht auch, wie gut die sich verrühren lassen. Klümpchen gehen gar nicht mehr weg. Echt nicht? Oh nein. Also du hast es ja so vorbereitet, wie es sein soll, also Pech gehabt, ne? Ne, Klümpchen müssen weg. Lecker. Psst. ja. Okay. Und, schmeckt? Ja, also Klümpchen sind noch drin, aber es geht. Also der ist gar nicht so eklig, aber schon sehr süß. Ah, das ist ja easy. Du schon mal den nächsten um. Hast du die Augen zu? Oh Gott, ich werde dir gemästet. Ist hart zu trinken. Jetzt gerade geht's, aber. Wenn das nicht ganz umgerührt ist, ist das echt wie so ein Glibberzeug. Das muss man dazu sagen: Ohne Mixer hast du es gemacht und du rührst es ja gerade echt um. Also, das ist echt, echt hart, weil der Mixer macht ja echt eine krasse Arbeit. Boah, ist das viel! Das sind richtig geile Proteinshakes, aber. Das ist der erste. Du, das sind jetzt die ersten 250 Milliliter, das reicht. Getrunken. Boah, Augen ich bin jetzt schon voll. Augen zulassen. Augen zulassen. Es gibt jetzt. Augen zulassen. Augen ja. Zulassen. Es gibt jetzt ein mega. Auch, also schmeckt auch sehr lecker. Ich heule schon. Oh Gott. Boah, der stinkt. Den muss ich auftrinken. Musst du trinken. Der schmeckt nach nichts. Ja. Boah, da kommt aber eine eklige Sache durch. Boah. Sag, was war das davor eigentlich? Was war das vor? Der erste? Strawberry, oder? Nee, der erste war kein Strawberry. Nein? Der erste war nie. Boah. Was ist das denn? Was ist das ist bestimmt der ekligste Shake, den es überhaupt gibt. Ja. Das ist bestimmt dieses Dings, was ich nicht ohne Banane trinken kann. Ja. Erbsen-Protein-Shake. Ja. Boah, dass ich den überhaupt trinke. Ja. Aber ich glaube, der gesündeste. Boah. Oder gesündeste. Oder das ist der vernünftigste auf jeden Fall. Boah, wie kommt's wieder hoch? Guck mal, der davor. Wo ist denn der Eimer, damit ich das da rein? Der davor. Der kommt mir echt wieder ist er ja auch. Der davor war, ich weiß gar nicht, was das davor war. Der davor war gesüßt, ach ohne. Ach, aber steht da nicht drauf, Zucker. Was für ein. Pure, ich glaube, pur war der davor. Ach so. Der hat überhaupt nicht pur geschmeckt, wenn nicht. Der schmeckt mal pur, oder? Der schmeckt mal pur. Der hat echt ekelhaft. Super. Der Würgereiz ist echt hoch. Boah, wie viel ist das denn noch? Also, du hast jetzt so fast alles leer getrunken. Boah. Boah. Boah, ich glaube, der Schluss wird richtig hart. Boah, das ist so ekelhaft, dass du den ausgewählt hast. Das ist also klar. Du wusstest, dass ich den ekelhaft finde. Ich rühre schon mal den nächsten um. Aber den hast du nicht so lange gerührt wie die anderen, ne? Habe ich nicht, aber der ließ sich am besten rühren. Krass.
Ist ja am besten, oder? Boah, den wirklich mit Wasser ohne Banane. Das ist so hart. Du glaubst gar nicht, wie hart das gerade ist. Ich habe schon Angst vor dem nächsten Würgereiz. Was soll das für ein Sound? Das ist der... Das war der zweite erst. Oder ist der zweite? Boah, wie viel du brauchst ist das noch? Nur noch. Zeig mal. Boah, ich heule schon. Dann lass mal los. Du brauchst nur noch. Also, du hast das meiste schon getrunken. Ich heule! Du hast das meiste schon getrunken. Ich weiß gar nicht, wie ich das überhaupt hingekriegt habe. Ich glaube, wenn der erste nicht so süß gewesen wäre, hätte ich das hier nicht geschafft. Mhm. Und ich glaube, wenn ich vorher direkt was gegessen hätte, hätte ich jetzt alles hier wieder hochgeholt. Aber ich finde es geil, dass du den ersten als Erdbeer-Protein-Check meinst, das war neutral. Das hätte ich echt nicht gedacht, ja? Boah. Das ist ekelhaft. Also guck mal, das ist einfach, was die ekelhaft war. Die ließ sich am besten verrühren. Der ist, also den du gerade bekommst. Boah, mein Herz. Auf jeden Fall viel besser verrühren als der erste und auch als der, den ich jetzt gerade verrühre. Boah, ich hoffe, da kommt jetzt eher ekelhafter. Ey, ist aber leer. Ist schon? Boah. Ja, also ist ein Schluck ist okay. Guck mal, ein Schluck ist noch drin, aber den trinke ich selbst. Boah. Dass du das auch noch freiwillig machst, das ist so ekelhaft. Das schmeckt irgendwie scheiße. Boah, ich brauche aber jetzt ein Wasser. Ich habe heute schon, der kann sich auch aufmachen. Boah, ich heule total. Ja, man muss ja nicht hier rüber gucken. Ich habe heute schon Fisch und Erbsen gegessen. Ich habe also meine Proteinration. Mhm. Du musst sie dir noch erarbeiten. Oh. Ab und zu. Ich weiß nicht, wie man diese scheiß Shakes immer trinken kann. Hm? Und auch noch pur. Den nächsten nehmen kannst du so runtertrinken. Entspannung, das ist Banane? Das ist Entspannung, oder? Ja. Banane. Was ist das? Ach nee, Erdbeer. Ja. Ist aber mega süß. Mhm. Ach nee, weißt du was? Ich sehe gerade, ach, da unten steht die Sorte. Die erste war Banane. Das war gar nicht neutral. Ach, siehst du? Das hätte mich auch gewundert. Aber ganz oben steht neutral. Unten steht, ist komisch, ganz klein drauf gedruckt. Voll komisch platziert. Da wirst du eben. Ich kann aber nicht mehr. Da musst du eher einen Zuckerschock von bekommen. Den habe ich auch jetzt. Boah, ist geil. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles wieder abtrainieren soll. Das ganze Protein. Geht direkt raus wieder alles. Und ich verrühre den nächsten schon mal. Ja, genau. Boah, ich bin so voll. Bah. Das ist ekelhaft. Und lässt es sich nicht zurück. Ey, was die sich einfallen lassen, die Hersteller. Das ist ja unglaublich. Was ist denn damit? Ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Zeig mal. Ach so, ist aber leer. Unten ist noch ein kleiner Schluck, kommen, den trinke ich traditionell. Du freust dich die ganze Zeit, dass du die Schlücke kriegst. Du willst die. Ist doch gar nicht so schlimm. Okay, meine ganze Schminke ist jetzt bestimmt verwischt. Augen zu. Also das gerade war Erdbeere, ne? Der erste war Banane, ne? Erste war Banane, zweite war Erbse. Und das? Allerdings, guck mal, der erste war mit Bananengeschmack, der zweite war wirklich aus Erbse gewonnen. Also es war ein ganz veganer, reiner, ohne Geschmacksdingsbums. Genau. Und der dritte ist halt wieder mit Erdbeergeschmack gewesen. Und der hier, da probierst du erstmal. Sehr lecker. Ja. Ey, du darfst es nicht vorsagen. Ja, sehr lecker. Ich riech den schon. Ernsthaft sehr lecker. Bah. Das ist ein schöner Ausgleich jetzt. Boah. Was ist denn das? Also, ich weiß gar nicht mehr, wo ich den her habe. Der ist ja fast schlimmer als dieses Erbsenprotein-Ding. Nein, nein, was ist das? Was ist das? Ich finde den bisher den besten. Nee. Was hast du für einen Geschmack? Also, der ist. Was ist das denn? Sag mal was dazu.
Das ist ekelhaft. Sag mal, was das für ein Geschmack ist. Das ist irgendwie Gemüse. Genau. Das riecht nach Gemüse. Genau, und zwar für Vegetarier geeignet. Dann ließ sich gut verrühren. Guck mal, weißt du was? Guck mal, wieder natürlicher. Wie wäre es aber noch Erbsen, die sich auch sehr gut verrühren, aber wieder. Stimmt, die natürlichen. Boah, ich kann nicht mehr. Ich brauche den ganzen Tag nichts mehr zu essen. Was für ein Gemüse ist das? Oder welche Farbe? Sag erstmal die Farbe. Das ist auch Salz drin. Ist klar. Ja, das kann sein. Viel zu viel. Aber guck mal, das ist doch schön, erst nach dem ganzen süßen Zeug. Boah, das ist so widerlich. Guck mal, ist trotzdem auch Zucker drin. Palmöl. Die ganzen schlechten Sachen. Stärke. Boah, super. Das ist mein Cheat jetzt hier. Verdickungsmittel. Also, ich habe mir mein Cheat auch besser vorgestellt. Hauptsache. Boah, ich krieg den nicht runter. Du hast ihn ja noch gar nicht getrunken. Doch. Du hast ja noch gar nichts getrunken. Ich kann den nicht weiter trinken. Der ist echt ekelhaft. Guck mal, das ist ein sogenannter Smoothie Shake. Nee, ich kann, boah. Ich kann den echt nicht trinken. Zeig mal. Echt nicht. Zeig mal kurz. Boah. Ich krieg den nicht runter. Also. Ich brauche wieder einen anderen Ausgleich. Ich krieg, also den kann ich nicht. Okay, wir lassen ihn mal hier stehen. Also ich trinke ihn jetzt auch nicht freiwillig aus. Aber das war Brokkoli-Spinat. Brokkoli. Aber ich finde, es schmeckt auch noch Brokkoli. Also das finde ich ganz angenehm. Ja. Hey, guck mal, du hast schon 3 Shakes ganz ausgetrunken. Das und hätte ich niemals gedacht. 3 und fast noch ein. Das heißt. Noch mal einen Wasserschluck. Noch ein bisschen und du hast ein Liter Protein getrunken. Proteinshake getrunken. Was ist der nächste? Ich hoffe, da kommt nicht mehr so was Ekliges. Ich weiß gar nicht, warum sich das überhaupt irgendwelche Leute antun. Ja, um Protein zu haben. Ja, aber kann ich auch Fleisch essen. Oder Fisch. Isst du so viel Fleisch, dass du so viel Protein hast? Ja, ja. Momentan. Und wie bekommst du dein ganzes Protein? Ja, nur mit der Nahrung. Aber Protein ist ja auch in Quinoa, in Linsen. Und Erbsen. Brokkoli. Ach, Brokkoli ist so. Ja, Brokkoli. Guck mal hier. Du freust dich, dass du die ganze Zeit. Ganz easy. Das wird ganz easy. Aber auch so viel. Hast du? Ist das Stracciatella? Fast. Vanille. Genau. Ah, juhu. Boah, mein Herz klopft. Ja, echt ernst? Ja. Ist Protein so hart? Was ist, wenn man zu viel Protein trinkt? Also ja, das scheidet man einfach. Sehen wir gleich. Ob man zu viel Protein trinken darf. Also das sind jetzt die letzten beiden, oder? Das sind jetzt die letzten beiden. Ich bin schon beim letzten. Das sind doch keine 2 Liter. Sorry, ich habe mich davon berechnet. Puh, Glück gehabt. Boah, ich bin so voll. Ich esse auch morgen den ganzen Tag nichts. Ja, kriege ich eh nicht hin, aber. Das ist aber einfach nur noch zu viel gerade. Ich habe die auch nicht richtig aufgelöst, ne? Achso, da war ein bisschen Brokkoli noch drin. Nee, das war kein Brokkoli. Mm. Ja, jetzt kommen eigentlich nur noch leckere. Da sind voll die Klümpchen drin, aber diese Klümpchen sind eklig. Ja, mach mal. Der lässt sich halt wieder schlechter haben. Ist halt keine Natur, ne? Also gerade finde ich einfach alle nur noch eklig. Guck mal, der nächste hat sich sehr, 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 sehr leicht rühren lassen. Ah, wie viel ist er noch? Nicht mehr viel. Oh, das ist ekelhaft. Ich habe gleich einen Wasserkugelbauch. Protein. Ich verlasse gleich so schnell wie möglich den Raum. Gleich fängt es nämlich an zu stinken. Yeah, aber gut ab. Boah. Hier schon ganz ausgetrunken. Also sagen wir so, hier war noch ein Schluck drin. Ja, aber und der eine passt. Also ein Liter Proteinshake, das ist schon drin. Boah. Jetzt kommt der Nummer. Der letzte, egal. Nummer 6, ne? Oh Gott, was gibt's denn jetzt noch? Boah.
er schmeckte nach nichts. Mhm. Und jetzt kommt da irgendwie so auch so ein ganz komischer Geschmack. Mhm. Ließ sich lustigerweise echt auch mit am besten verrühren. Ja, dann ist es neutral oder so. Also, ach so, Geschmack neutral tatsächlich. Oh. Genau, schmeckt aber nach nichts, ne? Mir ist so schlecht. Nee, schmeckt nicht so besonders, ne? Nee. Der wird aber die besten Werte haben oder so. Beziehungsweise Erbsenprotein hat die besten Werte, das weiß ich. Guck mal, das hier ist Molkeprotein. Mm. Ist gut Molkeprotein? Mm, ja, also ich bin ja eher für die veganen Varianten. Boah. Genau, guck mal, wenn du mich fragst. Ey, der ätzt richtig in meinem Mund. Weil ich kann ja auch die Augen aufmachen. Kannst du die Augen aufmachen. Boah, ist das viel? Boah. Du kannst aber schon mal sehen, was hier schon alles... Hardcore, ey, das habe ich alles getrunken. Mega gut, mega gut. Okay. Also ich habe einen so vollen Bauch, das ist so extrem einfach. Jetzt muss ich eigentlich auch noch auflösen, was wir gewettet haben. Wir haben gewettet, dass du morgens um 10 Uhr beim Fitnessstudio bist. Und ich habe gesagt, nein, das schaffst du auf gar keinen Fall. Und du warst da. Und du warst da, du hast es tatsächlich geschafft. Normalerweise bist du ja ein Schlafbär. Ich will dir nicht. Okay, und... du kannst ja noch was gewinnen. Ist kein Problem übrigens. Schreib mir. Aufzustehen früh. Ja, gar kein Problem. Gar kein. Es gibt ja auch noch was zu verlosen, das dürfen wir nicht vergessen. Einen Proteinshake deiner Wahl. Schreib mir irgendwas Liebes unter diesem Video in die Kommentare. Irgendwas Liebes und welchen Proteinshake du haben möchtest. Alle mega lecker. Und dann verlose ich den. Und ja, Daumen hoch, wenn du mehr solcher Videos haben möchtest. Ja. Irgendein Proteinshake? Ja. Krass. Ich fand's mega witzig, ich bin mega voll, aber ja, so ist es halt. Wettschulden sind Ehrenschulden. Ja, warte mal, trinkst du den jetzt? Nein, ich will den nicht mehr trinken. Versuch's. Ich will den nicht mehr trinken. Bitte, ich kann nicht mehr. Ja, doch, klar. Also mit Augen zu ist das einfacher. Ja, kannst die Augen zu. Boah. Na bitte. Ekelhaft. Na bitte. Komm, einen kleinen Applaus hier. Yeah. Ich hab's geschafft. Also, wenn du es mal super witzig findest, auch mal was anderes zu sehen von mir, dann Daumen hoch für dieses Video. Wenn du willst, dass Veronika noch mehr Proteinshakes trinkt. Oder andere Challenges macht oder Tests vor allen Dingen. Ja. Schreib mir unten in die Kommentare, was ich als nächstes testen soll oder was es als nächste Challenge geben soll. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du mir was Cooles schreibst. Vergiss nicht, mich zu abonnieren, meinen Kanal. Ja, wenn du nichts verpassen möchtest. Und schalt auf jeden Fall beim nächsten Video wieder ein. Ich freue mich, dich beim nächsten Video zu sehen. Und ich gehe jetzt erstmal kotzen. Oh Mann. Okay, bis dahin. Tschüss. Ciao.